im Informatikstudium habe ich gelernt, wie ein Computer funktioniert und auch etwas, wie man ihn besser machen kann. Aber ich habe auch gemerkt, die Frage, wie man einen Computer besser machen kann, ist noch nicht vollständig beantwortet. Da kann man immer noch dran arbeiten. Und speziell haben mich die Algorithmen fasziniert. Warum haben mich die Algorithmen fasziniert? Die Algorithmen sind so wie Kochrezepte. Man sagt dem Computer Schritt für Schritt, wie er etwas machen soll. Stellen Sie sich vor, Sie wollen Zahlen sortieren. Dann könnten Sie dem Computer sagen, okay, vergleiche erstmal die ersten zwei Zahlen und dann die größte von den beiden vergleiche sie mit der dritten Zahl und die größte von den dreien vergleiche sie mit der vierten Zahl und so weiter. Jetzt ein besserer Algorithmus ist einer, der schneller ist und auch der, wenn die Anzahl der Zahlen, die Sie sortieren müssen, größer wird, der nicht sehr stark steigt in der Laufzeit. Und ich fand das einfach spannend, weil damit kann man viel bewirken. Bessere Algorithmen können zum Beispiel Ressourcen sparen. Wenn Sie sich denken, dass eine Suchanfrage bei einer Suchmaschine ungefähr 200 Milligramm CO2 ausstößt und pro Tag schätzungsweise 4 Milliarden Suchanfragen sind, dann können Sie sich vorstellen, dass das auch einen ziemlichen Umwelteinfluss hat, ob man einen schnelleren oder einen langsameren Algorithmus hat. Und deshalb macht mir die Informatik und meine Arbeit so viel Spaß.